Okay, auf dem letzten Kongress haben wir kein Spiel gespielt und das Spiel hat uns aufgefordert, zu kollaborieren und aktiv zu werden, um die Welt mitzugestalten. Beim G20-Gipfel haben sich einige interessante Kollaborationen aus dem entfernteren oder näheren Umfeld des CCC zusammengetan. Es gab vor allem jetzt relevant für diesen Talk zwei Projekte, There Is No Time und das FCMC. Und ich denke, ihr werdet selber erklären, was genau ihr gemacht habt. Wir haben von beiden jetzt Vertreterinnen hier. Einmal Daniel und Nurie von There Is No Time. Vielleicht könnt ihr mal eure Hände heben, damit man euch zuordnen kann. Genau. Sophie, Maren und Oliver vom FCMC. Und Holger, der hier etwas als Vertreter des VOG oder CCT dabei ist. Okay, dann viel Spaß mit dem Talk. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wie in echt. Genau, also wir wollen euch die zwei Projekte FCMC, das Alternative Medienzentrum, und TINT, einen 48-stündigen Livestream vorstellen. Trotz der sehr unterschiedlichen Dimensionen der beiden Projekte eint sie, dass mediale Praktiken genutzt wurden, also fernsehähnliche Formate entwickelt wurden, in der Hoffnung, eine breite oder zumindest breitere Öffentlichkeit zu erreichen. Bevor wir aber in die Beschreibung der beiden Projekte gehen, springen wir ein Stück zurück in der Chronologie. Und Maren wird uns ein bisschen was darüber erzählen, wie Hamburg sich in der Zeit vor dem Gipfel angefühlt hat, in einer Zeit, in der wir, glaube ich, alle ziemlich doll gespürt haben, dass jetzt was zu tun ist. Ich wollte das nochmal kurz in Erinnerung rufen, obwohl das vielleicht viele hier auch wissen. Die G20 ist ein informelles Treffen der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer und der EU, welches seit einigen Jahren die G8 und G7-Treffen abgelöst hat in Wichtigkeit, die ihnen beigemessen wird von Seiten der Beteiligten, und ist auch das maßgebliche Treffen, wo finanz- und währungspolitische Abstimmungen getroffen werden, wo über Klimapolitik, Migration, Bildung und viele andere Themen gesprochen wird. Es ist also streitbar und es gibt sehr viel zu kritisieren, auch schon ohne die Anwesenheit von Personen wie Erdogan, Trump und Putin. Also eine problematische Veranstaltung. Haben wir die schon gesehen? Nochmal kurz. Das sind sie, die G20. Und es wurde eben halt Anfang des Jahres 2016 bekannt gegeben, dass die Bundesregierung, die 2017 den Vorsitz der G20-Staaten hatte, beschlossen hat, den Gipfel im Juli 2017 in Hamburg abzuhalten. Das ist vor allen Dingen deswegen schon eine bemerkenswerte Entscheidung, weil die Frage, inwieweit das sinnvoll ist, so große Gipfelveranstaltungen in Städten abzuhalten, ja als Frage offen im Raum steht, seit Seattle, seit Genua.
vor, zum Beispiel. Und so wurden ja auch 2007 in der Gipfel in Heiligendamm oder auch der G7-Gipfel 2015 in Elmau an die Peripherie verlegt, eben halt genau mit Argumenten, wie das sei sozusagen infrastrukturell einfacher zu handhaben und auch vor allen Dingen aus sicherheitspolitischen Gründen wurden diese Treffen eben halt eher an periphere Orte verlegt. Nun sollte es aber so sein, dass eben halt auch wohl als Demokratiebeweis gar dieser G20-Gipfel in einer Stadt stattfinden sollte. Es gab dazu eine erste öffentliche Informationsveranstaltung im September 2016 bereits in den Messehallen in Hamburg. Das war auch der Ort, der als Austragungsort ausgewählt worden ist. Um das vielleicht ganz kurz noch so anzudeuten, die Messehallen, also die blaue Zone, das ist im Grunde genommen die Innenstadt von Hamburg. Die Messehallen liegen sehr zentral zwischen Alster und Elbe. Hier seht ihr das FCMC, da unten war Tint lokalisiert und hier die Elbphilharmonie. Also das Ganze findet sozusagen im Zentrum einer Großstadt statt. Und nicht zu vergessen auch, neben dem FCMC, da ist St. Pauli angezeigt, neben den Messehallen die Sternschanze, die Rote Flora, auch unweit des Ganzen. Also interessante Ortswahl, auch in dieser Hinsicht. Und es stellte sich dann im weiteren Verlauf raus, dass diese Entscheidung für eine Stadt eben halt auch eine ganz bedeutsame sicherheitspolitische Entscheidung war. Man konnte dann eigentlich schon ein halbes Jahr, bevor der Gipfel begann, die zunehmende Dramatisierung innerhalb dieses oder die Steigerung in diesem Sicherheitsdiskurs beobachten. Auf dieser ersten öffentlichen Infoveranstaltung, die Stadt eben halt 2016 im September, zu der sie eingeladen hat, das war in den Messehallen. Das war eine Halle, die war ungefähr doppelt so groß wie diese hier. Es waren ungefähr 800 Anwohnerinnen gekommen, um sich eben halt die Ausführungen von Vertretern von Bezirk, Stadt und Senat und Innenbehörde anzuhören, wie man sich die Durchführung dieses Gipfels im Zentrum von Hamburg vorstellte. Und nachdem die Vertreterinnen der Stadt die ihre Ausführung beendet hatten, konnten die interessierten Zuhörerinnen eben halt an zwei Saalmikros in dieser großen Messehalle Fragen stellen. Es stellten sich sofort, formierten sich lange Schlangen von 50 bis 100 Leuten insgesamt hinter diesen beiden Mikrofonen und es wurden durchweg Bedenken geäußert. Also die Leute waren nicht daran interessiert zu erfahren, ob man während des G20-Gipfels wohl Kindergeburtstage im Karo-Viertel abhalten könnte oder ob man die lieber verschieben sollte aus terminlichen Gründen oder ob es möglich ist, eine Pizza zu bestellen. Das waren so Sachen, die da unter anderem, das ist jetzt ein bisschen polemisch, auch irgendwie erzählt wurden, sondern es waren wirklich massive Bedenken, die da geäußert worden sind von den Anwohnerinnen. Ganz im Gegensatz dazu haben die Vertreterinnen der Politik, also in Figur des vor allen Dingen des Innensenators und des Bürgermeisters, darauf beharrt, dass dieser Gipfel in einer Großstadt eben halt als Beweis einer lebendigen demokratischen Gesellschaft funktionieren sollte und eben auch zeigen sollte, wie intensiv in einer weltoffenen demokratischen Gesellschaft die Auseinandersetzungen auch sind. Wir haben dem Titel dieser Veranstaltung ja, also das eine ist, können wir auf die Folie gehen vom Titel nochmal? Genau, danke. Also Festival der Demokratie, das ist ein Zitat des Hamburger Bürgermeisters. Wir haben dem die Frage nach dem geplanten Ausnahmezustand hier hinzugestellt. Und es zeichnete sich eben halt, wie ich schon sagte, ab, dass ganz massiv eben halt sicherheitspolitisch auch dieses Ereignis benutzt werden sollte. Ich sage nur nochmal Stichwort auch Antiterror-Diskurs. Der Weg war sozusagen eh schon bereitet, auch an dieser Stelle eben halt eine massive Aufrüstung der Polizei und ihre Befugnisse anzusteuern. So wurde dann auch eben halt vom Innensenator Andi Grote angekündigt, dass der G20-Gipfel auch ein Schaufenster moderner Polizeiarbeit werden würde. Im Grunde genommen war schon ein halbes Jahr vor dem Gipfel klar, dass eine deeskalierende Polizeistrategie niemals wirklich ernsthaft in Erwägung gezogen war und somit die Frage, was die verändert hätte, leider auch nicht mehr beantwortet werden kann.
Das zeigt sich dann zum Beispiel in dieser Steigerung von am Anfang 10.000 Polizisten, am Ende waren es 31.000 Polizisten. Ich glaube, es waren in Wirklichkeit sogar noch mehr. Und wahrscheinlich ist die Dunkelziffer uns gar nicht bekannt, wie viele Polizisten jetzt wirklich irgendwie diesem Gipfelereignis beigewohnt haben. Ganz massiv hat auch die Hamburger Boulevardpresse eben mal zur Dramatisierung dieser Diskussion beigetragen. Das Hamburger Abendblatt warnt vor dem größten schwarzen Block, den es jemals gegeben hat. Vor allen Dingen wird die Welcome to Hell-Demo, die aus dem autonomen Spektrum heraus angemeldet worden war für den Donnerstag, den Vorabend des Gipfels, wird ganz massiv in Stellung gebracht, um eben halt also es ist sozusagen das Ereignis, an dem diese Eskalation seitens der Polizei schon im Vorfeld herbeigeführt wurde und dann im Grunde genommen ja auch auf Ansage dann am Abend des 6. Juli Monate später umgesetzt wurde. Weiterhin wird eine Gefangenensammelstelle neu gebaut im Süden von Hamburg, die bis zu 400 Personen aufnehmen soll. Heute beherbergt sie die Soko Schwarzer Block, die weiterhin arbeitet. Das Social Media Team der Polizei wird massiv aufgestockt. Es sollen ca. 150 Leute die Arbeit der Polizei eben halt auf Twitter und Facebook betreuen. Bürgertelefone werden eingerichtet, die Pressestelle der Polizei wird massiv aufgestockt und so meandert eigentlich irgendwie schon monatelang vor diesem Gipfel, meandern so die verschiedenen Diskurse durch den Raum, wo einerseits davon die Rede ist, dass es wahrscheinlich besser wäre, wie wir im nächsten Bild sehen, die Stadt zu verlassen. Also es werden Empfehlungen ausgesprochen, auch teilweise von hochrangigen Beamten der Innenbehörde, dass man solle doch lieber an die Ostsee fahren, das würden sie auch machen, wenn sie könnten, und sie würden das wirklich jedem empfehlen. Betriebe geben ihren Angestellten G20 frei, Geschäfte verbarrikadieren sich und der Weg ist eigentlich schon Monate vor diesem Gipfel bereitet. Trotzdem versucht die Politik immer weiter auch zu beschwichtigen. Da haben wir auch noch ein sehr schönes Zitat vom Hamburger Bürgermeister, der den G20 mit dem Hafengeburtstag vergleicht. Ich muss sagen, ich wundere mich immer noch, dass der Gipfel immer noch nicht vorbei ist und auch wie die Diskurse darum weiter verlaufen. Wir haben jetzt gedacht, dass wir noch mal ganz kurz vielleicht eine Chronologie der Gipfelwoche aufrufen, um eben halt auch zu verdeutlichen, dass aber spätestens ab Montag, dem 3. Juli, mehrere 10.000 Menschen in der Stadt sind. Montagabend findet dann etwas statt, was im Grunde genommen auch schon wochenlang vorher sich angekündigt hat. Es wird ein legales, gerichtlich genehmigtes Camp von der Polizei rechtswidrig geräumt. Es wurde auch später nochmal, also die Rechtswidrigkeit dieses Polizeieinsatzes wurde auch später nochmal durch einen Gerichtsbeschluss dann bestätigt. Am 4.7. Wird der Arrivati-Park eröffnet, wo eigentlich die ganze Woche über dann auch Veranstaltungen stattfinden und ein Rückzugsraum möglich ist. Auch das ist direkt im Schanzenviertel, unweit der Messehallen. Es wird zu einem Massenkornern aufgerufen, da sind Zehntausende von Leuten auf der Straße in der ganzen Stadt, auf den Straßen in der ganzen Stadt unterwegs, und es bleibt weitgehend friedlich bis auf erste Eskalationsversuche seitens der Polizei. Am 5.7. beginnt dann der Solidarity Summit, ein Alternativgipfel auf Kampnagel mit mehreren tausend Teilnehmerinnen. Das Alles-Allen-Bündnis hat zum Demo-Rave Lieber tanze ich als G20 eingeladen. 1000 Gestalten, die Performance geht an den Start. Also auch hier sind wieder Zehntausende von Leuten auf den Straßen unterwegs. Am 6.7. dann, wie bereits gesagt, die Welcome to Hell-Demo, die dann ja nur eine Kundgebung war. Am 7.7. Finden Blockadeaktionen in der ganzen Stadt statt. Das ist jetzt noch ein weiteres Bild vom Donnerstag. Blockadeaktionen in der ganzen Stadt und vor allen Dingen auch der Gipfel beginnt, was N24 zu diesem schönen Splitscreen dann animiert hat. Also die G20-Teilnehmer sitzen in der Elbphilharmonie und lauschen Beethovens 9. Sinfonie, während Schanzenviertel Mülltonnen
noch nicht mal brennen, würde ich sagen, in diesem Fall. Und am 8.7. findet die größte Bündnisdemo statt mit 80 bis 100.000 Teilnehmerinnen, Solidarity Not G20. Und auch Samstagabend wird dann diese friedliche Demo auch von der Polizei noch belästigt. Aber genau, soweit erstmal irgendwie so ein bisschen zur Chronologie dieser Woche. Und ich übergebe dann jetzt an Tint zurück, oder? Hi. Also wir haben jetzt die kurze Einführung gehabt und ich fange jetzt an zu erklären, was wir von There's No Time gemacht haben. Unser Ausgangspunkt war anders als der von FCMC, eher der, dass wir gesagt haben, wir gucken uns an, was ist eigentlich die Struktur hinter dem, was letztendlich dieses Spektakel hervorbringt. Also nicht das Bashing von irgendwelchen politischen Schaustellern, sondern wirklich zu gucken, was sind die Bedingungen, unter denen wir leben und was hat das auch mit diesem Event zu tun, in dem wir eigentlich nicht erwartet haben, dass irgendwas besonders Gutes dabei herauskommt. Wer von euch weiß, was am Ende dabei rausgekommen ist? Wahrscheinlich niemand. War dann ja auch ein bisschen überdeckt. Es ging uns auf jeden Fall nicht darum zu schauen, was da vor Ort passiert, sondern wirklich an die Substanz zu gehen. Also was ist da los und wieso ist dieser Jahrmarkt der Hoffnungslosigkeit eigentlich immer so mit so einem Weiter-so, obwohl alle Leute spüren, dass irgendwas in der Luft liegt oder daneben. Nuriel macht jetzt ein bisschen weiter. Also unser Ansatzpunkt war eine ziemlich starke Kritik der sozioökonomischen Umstände, in denen wir leben und die uns dazu gebracht haben, eigentlich dieses Diskussionsformat, also Tint, diese Art Fernsehsendung oder den Fernsehkanal zu entwickeln, in dem die 15 Themen der offiziellen G20-Agenda besprochen werden sollten. Tint lässt sich eigentlich in drei Bereiche aufteilen. Einmal den Ort, die inhaltliche Auseinandersetzung und das Netzwerk in der Stadt. Die inhaltliche Auseinandersetzung kondensierte, wie gesagt, in diesem 48-stündigen Livestream, hauptsächlich bestehend aus einem Gesprächsformat, das wir entwickelt haben, gespickt mit Filmen, Dokus, Animationen und anderen kleinen Clips. Als Ort bezeichnen wir die gesamte Produktionsstätte. Das war für uns ein sozialer Raum. Also die meisten Leute von Tint haben da in der Zeit quasi gelebt. Und es waren jeden Tag viele Zuschauerinnen da, die das Programm quasi in echt verfolgt haben. Und der dritte Teil war dann eben das Netzwerk. Also von unserem Ort aus haben wir die Sendung in die Stadt übertragen. Wir haben dazu Empfänger und Monitore in Kiosken, Kneipen, Galerien, den Bücherhallen und anderen halb öffentlichen und institutionellen Orten installiert. Und auch in dem Gebiet um den Versammlungsort der G20. Was ja eine Demonstrationsverbotszone war und natürlich wollten wir genau da auch unsere Kritik reintragen. Genau, also Kernstück der Sendung war eine Art Einführung gebunden an die 15 Themen des G20, die wir so umdeuteten, wie es uns beliebte. Zu allen Talks haben wir Menschen aus unterschiedlichen Fachbereichen eingeladen, die wir für Expertinnen eines Themas halten. Diese haben Gespräche geführt, in denen eine kritische Perspektive anhand von Beispielen verdeutlicht werden sollte und soweit möglich auch Formen des Umgangs mit der Situation diskutiert worden. Also ein Beispiel ist zu der Überschrift Chancen der Digitalisierung nutzen. Da haben wir also über den Zusammenhang von einer voranschreitenden Digitalisierung und der Logistik gesprochen. Ganz ja, ein Beispiel, das man in Hamburg, in der Hafenstadt Hamburg kennt. Und da eben auch diskutiert, ob so Nadelöhre der Logistik, wie zum Beispiel der Hamburger Hafen, bestreikt werden könnten oder nicht. Okay,
wir erzählen gleich noch ein bisschen was zu diesem Ort, ein bisschen mehr, aber ich hake jetzt einmal ein, um was zu der Gruppe zu sagen, damit ihr so ein Bild davon bekommt. Also es ist anders als beim FCMC, wo sehr viele Leute dabei waren, waren wir eigentlich eher ein erweiterter Freundeskreis, Freundinnen von Freundinnen, kleine Struktur, nichts Abgeschlossenes. Wir waren ungefähr 15 Leute in der Kerngruppe, würde ich sagen, und etwa 50, die dann am Ende bei der Ausführung alles mitgemacht haben. Ungefähr 3/4 Frauen, das ist vielleicht ganz interessant. Unser Budget lag bei ungefähr 6.000 Euro. Und wir kommen eigentlich, die meisten von uns kommen aus eher künstlerischen Kontexten. So, das ist jetzt nur einmal so die Verortung und dann können wir jetzt noch mal ein bisschen weitermachen mit dem Ort. Ja. Genau, also was ihr hier seht, ist hier unten auf dem Bild ist das Archipel zu sehen. Unsere 50 Quadratmeter, unser 50 Quadratmeter großes schwimmendes Studio, welches wir was ihr vorher gesehen habt, in den Stadtteil Hammerbrook außerhalb der blauen Zone geschleppt haben. Nächstes Bild bitte. Genau, der Bildverarbeitungs- und Bereich und die Output-Technik, die war an Land, genauso wie die Küche, WCs, die Bar, Tribünen für Zuschauerinnen, Zelte, die Maske, zum Teil Schlafwagen und so weiter. Nächstes Bild bitte. Ja, was hier zu sehen ist, ist das, was wir auch vor Ort die ganze Zeit gespürt haben, nämlich einen ziemlich starken Kontrast zu dem, was da gerade eigentlich in der Stadt passiert. Also es war absurd idyllisch und für einige Zuschauende war eben der Ort, den ich eben als sozialen Ort beschrieben habe, auch ein Raum, in dem man runterkommen konnte und die Hubschrauber nur weit entfernt am Horizont gesehen hat. Nächstes Bild bitte. Genau, vor Ort gearbeitet hat natürlich das Filmteam, also Kamera, Ton, Live-Schnitt, das Set-Team. Nächstes Bild bitte. Das Set-Team, also Studio-Design, Licht, Maske, Architektur generell, wenn wir das so nennen wollen, und Personen, die sich um die Rednerinnen gekümmert haben, das Infrastrukturteam, das die Logistik organisiert hat und fantastische Köchinnen und Köche, die uns auch noch alle versorgt haben. Oh. Wie bei allen anderen Tasks auch hatten wir natürlich auch für die Inhalte, die ja unser Kernelement ausmachen sollten, auch eine Gruppe, eine Redaktionsgruppe, die daran beteiligt, also die damit beschäftigt war, die Inhalte für diese Panels vorzubereiten. Also die Frage, welche Expertin können wir jetzt einladen zu welchem Thema? Und wir haben da viel diskutiert und viel miteinander gelernt. Wir haben auch viel versucht, uns selber zu bilden, damit alle irgendwie auf einen Stand kommen. Das hat ziemlich gut funktioniert und war, glaube ich, für alle eine gute Erfahrung, das so zu machen. Auf dem Dings hier seht ihr die ganzen Titel der offiziellen Agenda. Das war das, woran wir unsere Inhalte geknotet haben. Also diese wirklich bescheuerten Titel haben wir versucht halt umzudrehen und für uns zu nutzen und über diese Titel dann über die Dinge zu sprechen, die ich vorhin schon erwähnt habe. Dann haben wir natürlich irgendwie Kontakt gesucht und Verbindungen geschaffen zu vielen anderen Gruppen, zu dem FCMC, zu dem Chaos Computer Club, die uns geholfen haben, dazu später. Ganz klares Ziel von unseren Panels war es halt nicht, verkürzte Kritik an den Zuständen zu machen, unter denen wir leben. Und das so zu machen, dass man ohne Fachwissen das irgendwie für sich erfassen kann und dass die Leute, die sich das anschauen, dort Anknüpfungspunkte finden. Also nicht nur Bilder zeigen, sondern irgendwas, was man mit nach Hause nehmen kann. Also sehr systematische Kritik und keine flashy Bashing von irgendwelchen Repräsentanten. Wir haben uns da ganz klar als Teil des Protestes gesehen und nicht außerhalb. Wir wollten dem Bild von dem, was auf den Straßen passiert, was hinzufügen. Dafür gibt es jetzt so ein paar Beispiele.
können wir mal weitermachen. Ich erkläre kurz, also so sah unser Stream aus, auf den Orten, die wir in der Stadt verteilt hatten. Wir hatten dieses Informationsfeld auf der rechten Seite, was so ein bisschen auch unsere Kommunikationsplattform in die Stadt war. Da konnten wir Ankündigungen machen und ja, was auch immer uns da eingefallen ist gerade. Unten hatten wir einen Twitter-Stream, der hauptsächlich vom Ermittlungsausschuss gespeist war, was noch so ein bisschen Aktualität da reingebracht hat, als Kontrast zu diesen eher inhaltsschweren Panels, die wir produziert haben. Muss da eins weiter? Das war ein anderes, ein Panel hatten wir mit Bini Adamczak, die hat eine Einführung gemacht zu den Begrifflichkeiten von Arbeit und Ökonomie und was das mit Politik zu tun hat und warum es deshalb auch für alle relevant ist. Dann hatten wir noch eins zum Thema Afrika. Hast du schon gesagt, dass unten... Ja, habe ich nicht mitgekriegt. Genau, also ein Thema der G20-Agenda war eben Partnerschaft mit Afrika zu vertiefen. Bei uns in dem Gespräch zwischen dem Herero-Aktivist Israel und dem Historiker Kim ging es um das koloniale Erbe Deutschlands und speziell den Standpunkt Hamburg als Tor zur Welt. Genau, in dem Gespräch ging es außerdem auch darum, dass es einen Völkermord an den Herero gegeben hat, der von wirtschaftlichen Interessen geleitet war. Wir wollten einfach damit kurz zeigen, dass auf welcher Basis die G20 eigentlich darüber sprechen, die Partnerschaften mit Afrika zu vertiefen. Genau, nächstes Bild. Bitte. Weiter. Wir erzählen gleich noch ein bisschen was zu diesen Empfangsstationen, die wir dort halt verteilt hatten, überall in der Stadt. Aber ich mache einen kurzen Exkurs zu der Technik. Das ist ja hier vielleicht auch nicht uninteressant. Wir hatten vor Ort einen Regiewagen. Dort hatten wir einen Live-Schnittmischer, der uns von dem Sender Tide aus Hamburg geliehen wurde und einen Encoder vom VOG. Damit haben wir dann ein Signal zustande bekommen. Und dann hatten wir die Frage, okay, wie kriegen wir das ins Internet und haben dann mal bei den Nachbarn, den Reifenhändlern geklingelt und gesagt, guten Tag, wir kommen vom G20 und würden gerne eine Antenne auf ihr Dach stellen. Erstaunlicherweise haben sie es dann auch mitgemacht. Wir mussten so ein bisschen erklären, aber das ging dann ganz gut. Und diese Lösung hat sich tatsächlich als ziemlich robust herausgestellt. Von dort aus sind wir dann zu dem Server vom CCC bzw. vom VOG gegangen. Dort wurde unser Stream weiterverteilt, halt an YouTube, auf unsere Website und so weiter. Und dann ging es noch weiter an den Server von infobeamer.com, der uns geholfen hat mit einer Bereitstellung von seiner Software in einer adaptierten Form, die extra für unser Projekt da war. Und von da ging es dann an unsere ganzen Stationen in der Stadt über einen Raspberry und da kam dann alles an, so wie wir es eben gezeigt haben mit diesem Infofeld und dem Twitter-Stream. Das war so unser Aufbau. Und jetzt können wir noch mal ein bisschen konkreter zu den Empfangsstationen kommen. Also wir rennen gerade so ein bisschen aus der Zeit und darum ganz kurz. Wir hatten 40 Orte in der ganzen Stadt verteilt. Im Zentrum ist es uns relativ leicht gefallen, Partnerinnen zu finden, die Bildschirme aufstellen wollen. In den Randgebieten mussten wir eigentlich erst Vertrauen erarbeiten. Und es ging ziemlich viel auch darum, dass verständlicherweise, dass Menschen sich nicht auch wenn sie unsere Kritik nachvollziehen konnten zum Teil, oder nicht zum Teil, auch wenn sie unsere Kritik nachvollziehen konnten, trotzdem nicht den Schritt gehen wollten, sich als politisch aktiv darzustellen. Nächstes Bild bitte. Es gab, was ihr da bei dem Tuvat-File seht, ist nichts, das wir initiiert haben, sondern es war eine Gruppe, die mit einem Taschenbeamer losgezogen ist und There's No Time in die Stadt gesendet haben, auf eigene Initiative hin, was uns sehr gefreut hat. Die Kommunikation mit diesen Empfangsorten, obwohl ich das jetzt gerade so negativ dargestellt habe, war für uns aber auch wesentlicher Teil des Projekts. Also alleine die Frage zu stellen,
ob man sich als politisch outet oder nicht. Ja, dann schnell weiter. Also ganz kurz, ich glaube, für alle von uns war es vor allem irgendwie total interessant und gut zu sehen, dass sich solche Sachen machen lassen, dass man mit so einer Idee und einer Menge Persistenz einfach Sachen in Gang bringen kann und dass Leute sich politisieren und anfangen, Sachen zu machen. Das war für uns eine total gute und wichtige Erfahrung. Und plötzlich hatte man einen Riesenhaufen von Leuten mit ganz viel Kapazität und Spezialwissen und Energie und crazy Technik. Es war alles da und das ist, glaube ich, was, worauf wir hinaus wollen, dass solche Sachen gehen, wenn man sie machen will. Aber jetzt fangen wir mal mit FCMC an. So, Schnitt zum FCMC und Olli, du sollst lächeln, wie ich hört. Also ein paar Leute von uns sind noch live dabei über einen anderen Channel, deswegen kriegen wir solche wunderschönen Tipps. Genau, also das FCMC ist eben oder hat eben diese Grundstimme oder ist aus dieser Grundstimmung so ein bisschen erwachsen, die eben, wie eben auch schon berichtet wurde. Es gab sozusagen die Vorahnung, dass es eine einseitige Berichterstattung gibt. Und eben auch aus einer allgemeinen Kritik am G20. Und daraus hat sich eben Anfang Februar 2017 dann die Umsetzung eines unabhängigen und internationalen Mediencenters konkretisiert, was dann zum FCMC wurde und im St. Pauli-Stadion, FC St. Pauli-Stadion stattfand. Dabei haben wir uns gefragt, wie ist es möglich, unter den Bedingungen eines staatlichen Großereignisses eine Plattform für kritische, aber auch eben pluralistische Berichterstattung anzubieten? Und das FCMC sollte halt eben auch ein Baustein in der Infrastruktur der Protestbewegungen sein. Mit dem Ziel, den G20-Gipfel, aber eben auch die Proteste, die umgebenden Proteste eben als differenzierter eben darzustellen und in der Wahrnehmung auch zu differenzieren. Das Ganze wurde angelegt als ein Medienexperiment, also wir haben es ja wirklich als ein Experiment begriffen und hatten auch wirklich nie den Anspruch, sozusagen irgendwas Konkretes aus unserem Experiment zu erfüllen, da komme ich aber auch gleich nochmal zurück, und wirklich mit der Frage, wie kann eine medienaktivistische Praxis aussehen. Dass es als Projekt angelegt war und halt wirklich eine vielfältige Auslegung hatte, sieht man auch schon an unserem FC-Generator. Also man hat dort oben wirklich vielfältige Namen, wie man das FCMC dann noch bezeichnen könnte. Das Ganze ist natürlich nicht aus irgendwie aus dem Blauen entstanden, sondern durch ein konkretes oder durch ein Netzwerk, was eben auf jeden Fall sehr lokal war, also in Hamburg basiert, aber vor allem, und das war unglaublich wichtig, auch international getragen wurde. Welche sich dann teils dort im Ort temporär zusammengefunden haben, aber eben auch verstreut waren. Anfangs war es eine kleine Gruppe aus unterschiedlichen Hintergründen. Das jetzt aufzuzählen wäre, glaube ich, einfach there is no time. Und wir hatten aber auch das wahnsinnige Glück, einen wirklich passenden Ort für unser größenwahnsinniges Projekt eben zu finden. Und das war eben das St. Pauli-Stadion, oder FC St. Pauli-Stadion auf St. Pauli. Und der Kontakt ist halt eben daher gekommen, dass im Vorfeld schon sehr viel Stadtteilarbeit geleistet wurde von beiden Akteurinnen, also von vielen Leuten aus dem Netzwerk, eben aber auch von dem FC St. Pauli. Deswegen wurde uns vom FC halt eben ein großes Vertrauen entgegengebracht, aber eben auch dadurch, dass sie unser Projekt sehr unterstützt haben. Am 1. Mai ist dann eben auch der Vertrag fertig geworden und dadurch hat sich dann einfach auch eine wirkliche Konkretisierung nochmal ergeben, auch durch die erste Pressemitteilung, die dann am 14. Mai, glaube ich, dann eben auch rausgegangen ist. Insgesamt wurde das Projekt halt wirklich durch viele Gruppen und kleine Firmen, die zum Teil aus dem Stadtteil eben auch kamen, unterstützt.
also aber nicht nur Material, sondern eben auch Erfahrung und auch Zeit vor allem mitgebracht haben und eingebracht haben. Also Mecklenburg hat zum Beispiel mitgeholfen, 9000 Essen bereitzustellen. Genau, und jetzt haben wir so einen kleinen Beitrag, den wir euch gerne zeigen würden. Also wir haben auch gerne, oder wir haben auch mit den sogenannten Mainstream-Medien zusammengearbeitet. Das ist sozusagen ein Beispiel. Netzwerkkabel, Computertastaturen, Monitore, Arbeitsplätze. Soweit die Gemeinsamkeiten des offiziellen G20-Pressezentrums in den Messehallen und dem alternativen Pressezentrum FCMC im Millerntor-Stadion. Das Offizielle wird vom Bundespresseamt organisiert. 4.800 Journalisten aus 65 Ländern sind dort akkreditiert als Vertreter von 700 verschiedenen Medien. Akkreditieren kann sich jeder Journalist, der nachweisen kann, dass er journalistisch tätig ist, der eine Entsendeschreibung von seiner Heimatredaktion hat oder natürlich auch Veröffentlichungen hier einreichen kann. Das prüfen wir. Es muss schon ein journalistischer Hintergrund da sein, damit er hier reinkommt. Für die, die diese Kriterien nicht erfüllen, gibt es wenige hundert Meter entfernt im Stadion des FC St. Pauli das unabhängige Medienzentrum FCMC. Ein wenig improvisiert, aus Spenden finanziert. Die technische Unterstützung kommt vom Chaos Computer Club. Rund 400 Akkreditierungen aus gut zwei Dutzend Ländern sind bei den ehrenamtlichen Organisatoren eingegangen. Das sind Freelancer, das sind Leute, die in Redaktionen arbeiten. Das ist TV, Print, Radio, alle sind da. Und gleichzeitig auch eine Vielzahl von Medienaktivistinnen, die bloggen, twittern, Social Media machen. Es sind vor allem G20-Kritiker aus dem linken Spektrum, die hier für die Tage des Gipfels Arbeitsmöglichkeiten finden. Es wird Livestreams geben, Pressekonferenzen und Diskussionsrunden. Dass der Kultclub vom Kiez Gastgeber ist, ist quasi eine Selbstverständlichkeit. Wir finden, eine alternative Berichterstattung hilft auch, um ein Ereignis wie den G20 von verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Und ich glaube, es werden sehr viele Dinge, auch inhaltlich Dinge passieren, die man von verschiedenen Blickwinkeln beleuchten sollte. Test, Test, Test. Bei der ersten Pressekonferenz heute Abend lief noch nicht alles rund, aber es ist ja auch das erste alternative Pressezentrum in der G20-Geschichte und Symbol dafür, wie der Gipfel die Stadt spaltet. Einige Thesen dabei, die man vielleicht noch mal in einem anderen Talk kritisch hinterfragen könnte, aber wie vielleicht in dem Beitrag jetzt gerade angeklungen ist, haben wir wirklich eine Einladung ausgestrahlt, um sozusagen oder eben auch eine Herausforderung gesendet, um den Journalismus wirklich kritisch zu hinterfragen und haben uns dieses größenwahnsinnige Statement dazu ausgedacht: Reinvent critical journalism in times of effective populism. Also und das ist auch nach wie vor irgendwie noch unsere ungelöste Forschungsfrage des Experiments. Und da will ich nochmal betonen, wir hatten aber auch nie wirklich den Anspruch, das dem sozusagen in irgendwie einer Gänze gerecht zu werden. Haben natürlich aber viele Dinge in diesem Rahmen getan. Hoffentlich. ja, um sich dem halt irgendwie zu stellen, haben wir aber auch eine offene Einladung geschickt, also eine generell offene Akkreditierung ausgesprochen, mit wenigen Ausschlusskriterien, wie zum Beispiel Mitarbeit bei der Polizei, beim Militär oder bei den Geheimdiensten. Lediglich eine E-Mail-Adresse mit Verweis auf die jeweiligen Medien oder Aktivitäten bzw. Hintergründe genügte bei uns. Also wir haben wirklich eine Einladung sowohl an Medienaktivistinnen, wie also Bloggerinnen oder Videoaktivistinnen, aber eben auch an Journalistinnen mit Presseausweis ausgesprochen und waren wirklich bei uns willkommen. Wir wollten aber vor allem auch dadurch eben der zunehmenden Prekarisierung journalistischer Arbeitsbedingungen entgegenwirken und deswegen haben wir eben auch keine Zugangsgebühren, Zugangsgebühren gehabt. Wir haben unentgeltliche Arbeitsplätze bereitgestellt und ein Presseausweis war bei uns wirklich nicht nötig. Man konnte sich aber auch während der Öffnungstage noch anmelden. Durch diese wunderschöne Maske, die eben da kurz durchgelaufen ist,
war für uns sichtbar, wer sich akkreditiert hat und wer dann auch wirklich tatsächlich da war. Also wir haben jetzt hier gerade nochmal so Zahlen gehabt, dass sich irgendwie 1143 Journalistinnen und Medienaktivistinnen akkreditiert haben und wirklich 978 Leute dann aber wirklich eingecheckt haben. Die Akkreditierung war aber auch gleichzeitig die Anmeldung und die Einteilung der Crew durch Skills für die Bereiche des Zentrums, aber auch eben für bestimmte Tätigkeiten. Und wir hatten 493 eingecheckte Leute für die Crew. Hier nochmal einmal kurz eine Übersicht, die wir jetzt aber nicht so durchgehen können. Ja. Was man da gesehen hat, ist, dass vom Innensystem, was wir ein gutes Beispiel ist, haben wir halt benutzt für Akkreditierung, wollten das für die Schichtplanung nutzen und das klappte nicht, weil unsere Schichtplanung einfach anders war als hier und das war ein gutes Beispiel. Dass viele Dinge, die wir geplant hatten, mussten wir ad hoc anpassen, der Zeitdruck war dann zu stark und wir haben vieles nicht so umsetzen können, wie wir es gemacht haben wollten und mussten das sehr kurzfristig machen. Und wenn ihr sowas macht, viele Leute, die da helfen, sind besser. Unbedingt. Ein wichtiger Baustein war aber eben auch, in unserem Experiment waren wirklich so kollektive Prozesse im Kontext des Zentrums. Also die waren selbstverwaltet, professionell, aber eben auch nicht kommerziell. Das ist dort eben wichtig, wirklich alles auf Spenden basiert. Aber auch eben niedrigschwellig. Heißt sozusagen, wir hatten zum Beispiel, also in den verschiedenen Bereichen, die auch gleich vorgestellt werden, wir hatten zum Beispiel ein sehr offenes Redaktionskonzept. Wir hatten natürlich auch viele Aushandlungsprozesse im Vorfeld und währenddessen zu verschiedenen Abläufen. Der Oliver gibt nachher gleich nochmal ein Beispiel dazu. Aber auch innerhalb des Experiments und eben auch für das Experiment haben wir uns verschiedene Formate, Formen und auch Räume ausgedacht, wo ich jetzt einmal bitte abgeben würde. Genau. So. Also hier sieht man jetzt schon erstmal wieder eines der Hauptelemente, das waren diese täglichen Pressekonferenzen, die im Stadion auf der Südtribüne dort stattgefunden haben. Insgesamt nochmal kurz zur Situation, es war eine sehr anstrengende Woche, auch was das Akustische anging. Über dem Stadion waren die ganze Zeit Hubschrauber in der Luft, also der Eingangston hier, das war sozusagen der Sound, der uns über eine Woche dort begleitet hat und deswegen waren wir auch sehr froh, in so einer Art Trutzburg da auch sein zu können, weil sie eben auch eine gewisse Sicherheit für uns eben geboten hat. In dem Stadion waren gleichzeitig noch in der Nachbarschaft einige andere Projekte beheimatet, die auch Erwähnung finden sollen. Es gab eben unser Catering durch die Mecklenburger, dann gab es noch ein Antifa-Cooking für weitere Leute, die eben zu den Demonstrationen gekommen waren oder an den Protesten teilgenommen haben, ein Fußballturnier und in dieser ganzen Gemengelage haben wir eigentlich eine Woche in diesem Stadion ohne auch nur ein einziges Hausmeistergespräch verbringen können, dort übernachten können, dort 24 Stunden, sieben Tage die Woche schalten und walten können, was einerseits dem Verein gedankt sei und andererseits aber auch der guten Vorbereitung, um ein vertrauensvolles Verhältnis herzustellen. Kurz die Räume. Kurz die Räume des FCMC im Überblick. Draußen sieht man nochmal kurz Pressekonferenz, dann den Studiobereich über der Pressekonferenz, in der Mitte der Social Space, der dann angrenzt an den Journalisten Arbeitsspace oder da gehe ich gleich nochmal näher drauf ein, was das dann im Einzelnen sein wird. Zum Baustein dieser Pressekonferenzen, es war uns immer sehr wichtig, ein breites Spektrum in der Einladungspolitik auch zu verfolgen, deswegen auch am Anfang den DPA-Verteiler sozusagen zu nehmen, um uns gleich zu autorisieren und dieses FCMC als durchaus einen Anlaufpunkt darzustellen, der eben Vertreterinnen verschiedener Protestbewegungen, der Demobündnisse, Anwältinnen und Anwälten dort ein Forum geboten hat, die dort auf dem Podium waren, die von der Organisationsgruppe, die sich eben um dieses Podium dort gekümmert hat, eingeladen wurden und zu tagesaktuellen Themen oder aber auch zu übergeordneten Themen, die auf dem Solidarity Summit auf Kampnagel oder so stattfanden, dann dort eben eingeladen waren, um ihre Positionen dort vorzutragen und kritisch vielleicht auch zu tagesaktuellen Ereignissen
Kommentare abzugeben. Das Ganze fand jeden Morgen um 9 Uhr statt, wurde simultan übersetzt und wurde eben auch in Kooperation mit dem CCC und dem VOG als Livestream sofort ins Netz gesendet und war dann einige Zeit später auch nochmal im Nachklapp sozusagen auf Portalen abrufbar. Dazu komme ich später noch. Der Social Space ist bei uns ästhetisch nicht ganz so hoch gehängt wie bei den Tints. Das ist so ein bisschen die Standardeinrichtung des Ballsaßes FC St. Pauli, weshalb ihr auch hier nicht wahnsinnig viele Leute seht. Das hängt damit zusammen, dass wir eine Policy hatten, dass wir innerhalb des FCMC eigentlich das Bildermachen untersagt hatten. Es gab auf der Tribüne Orte, wo Interviews stattfinden konnten, aber wir wollten eigentlich, dass das Ganze ein relativ ruhiger Ort ist, dass er nicht für irgendwelche Home-Stories benutzt wird über dieses Projekt. Und diese Anfragen wurden dann auch meist auf der Tribüne oder außerhalb, eben wie wir eben gesehen haben, in dem Interview absolviert. Das Ganze war im Raum, um sich zu erholen und produzieren und publizieren. Eine Bar gab es auch, Nebensache. So, das war mein Arbeitsbereich in der Hauptsache. Das sind die Studios. Dort konnten eben Beiträge bearbeitet werden, erarbeitet werden. Es gab eine Redaktionsstruktur, die auch aber tatsächlich erst, wir sind an dem Sonntag da reingegangen und waren exakt 7 Tage da drin. Und wir hatten keinen Probelauf oder irgendwie sowas. Und insofern war es schon sehr, nennen wir es mal, interessant zu sehen, wie sich diese kollaborative Situation dort eben entwickelte. Verantwortungsbereiche sich klärten, einzelne Leute sich für Projekte interessierten. Und da komme ich gleich zur nächsten Folie. Das ist ein Plan, den wir ursprünglich mal verfolgen wollten für eine Entscheidungs- und Produktionsstruktur. Das hat im weitesten Sinne auch so stattgefunden, was technische Anforderungen angeht, an einigen Stellen zumindest, an anderen auch nicht. Wichtig war uns, dass dieses Redaktionskollektiv dort eben auch im Sinne des Veröffentlichens, ganz kurz noch zum Pressekodex, also wir sind auf keine andere Struktur gekommen als irgendwie im Sinne des Presserechts und im Sinne Persönlichkeitsrechte zu wahren, strafrechtlich relevantes Material eben nicht auszustrahlen und eine Verantwortungsstruktur zu geben, die eben diese Endabnahme macht und sagt, was können wir über einen Livestream senden, was kommt in die Mediathek etc. pp. So, und das ist eben dieser Weg, den ich jetzt hier zwar auf meinem Rechner zeigen kann, aber dort oben nicht. Ganz rechts seht ihr das unter CVD. Ganz kurz vom Schema nochmal her, es gab eben eine Struktur, wo auch Leute ihr Material bei uns abgeben konnten, was sie auf der Straße aufgenommen haben und das wiederum anderen Leuten dann zur Bearbeitung zur Verfügung stellten. Das ist ein relativ, für mich zumindest, interessanter Vorgang, weil es eben sowas wie Autorenschaft oder so nochmal ganz anders in Frage stellt und einfach einen großen Pool an Material zur Verfügung stellt, aus dem sehr heterogenes dann eben auch entstanden ist. Das werden wir gleich am Ende nochmal in einem kleinen Überblick sehen. Holgi, du wolltest. Ich wollte nur sagen, dass wir kaum Zeit haben und wollte ich an sich ein bisschen kürzer machen. Und dieses Ganze haben wir nachher runtergebrochen auf alle dürfen überall lesen und schreiben. Wir haben also keine Rechte implementiert, wie es vorgesehen war. Wir haben viel geändert. Und also wir hatten es dann so, dass wir sind Sonntag reingegangen, Dienstag um 18 Uhr lief die erste Pressemitteilung, die Technik lief 5 Minuten vorher dann und Donnerstag bei der Live-Demo war es dasselbe. Also ja, das funktionierte. Okay, kurz nochmal zur technischen Ausstattung. Das machen wir jetzt mal relativ zackig. Die Annahmestelle mit den Medien, das, was ich bemerkenswert fand, außer dass wir eben da keine großen Sicherheitskonzepte hatten, wie sich jetzt herausstellt, haben wir zumindest die Geodaten von den Fotos gelöscht und da gewisse Nachvollziehbarkeiten eben im Recherchesinne sozusagen versucht auszuschließen. 10 Schnittplätze, 2 Studios, dieser Livestream, der eben mit dieser Open Broadcaster Software, was ein relativ interessantes Live-Regie-Tool ist, haben wir verwendet. Da haben sich auch Leute innerhalb dessen, eigentlich innerhalb von kürzester Zeit eingearbeitet, Bauchbinden hergestellt, also schon vom Ding her ein sehr ein ziemlicher Senkrechtstart, seitdem wir da am Sonntag rein waren. Und am Dienstagabend die erste Pressekonferenz stattfand. Das Freie Senderkombinat FSK hatte dort auch noch ein Radiostudio mit uns zusammen. Ja, die Arbeitsbereiche hatte ich eben schon angesprochen. Insgesamt war der Studiobereich für alle Akkreditierten zur Nutzung freigegeben. Man konnte dort eigene Interviewpartnerinnen und Partner mitbringen und das unter technischer Betreuung dann auch eben relativ
einfach realisieren. So, hier sehen wir noch mal ein paar Fotos aus dem Bereich. Zack, weiter hier. Das, die Schaltzentrale für einen Livestream. Genau, kurz in Zahlen haben wir aber eigentlich schon einige genannt. Insgesamt hat der ganze Spaß 50.000 Euro gekostet. Das wurde getragen durch Spenden weitestgehend. Herzlichen Dank nochmal an alle, die sich da engagiert haben. So. Nicht zuletzt der CCC. Ganz kurz zum Output. Das ist jetzt weitestgehend ja auch alles noch digital vorhanden, bis auf die temporären Twitter, die wir benutzt haben. Können wir vielleicht auch kurz noch was zu sagen zu der Politik, welche Art von Programmen oder Kanäle wir da geöffnet haben, um unser Material in die Welt zu bringen. Das waren diese beiden Twitter-Kanäle. Zudem gab es einen YouTube-Kanal. Auf Media CCC ist das auch immer noch alles abrufbar. Was entstanden ist, sind über 70 Beiträge in diesen 6 Tagen dort entstanden und Mediathek auf YouTube gibt es auch immer noch. Parallel hatten wir während der Gipfelwoche auch noch einen Videoticker, der vielleicht ein bisschen ähnlich funktioniert hat, wie das, was Tint gemacht hat, sozusagen in den Läden. Das war in gewissen Zentren in Hamburg dort eben auch lokal über Browser einzusehen. In dem Rahmen sind noch verschiedene andere Produktionen entstanden von Graswurzel TV, Tint und Dissident Gardens, die an der Stelle auch Erwähnung finden sollen. Diese Beiträge sind aber alle eben auch da im Netz zu sehen. Das ist eine YouTube-Mediathek, ist sicherlich bekannt. So, jetzt haben wir uns gedacht, wir zeigen einfach auch ein bisschen Material, was dort entstanden ist. Das dauert 4 Minuten 44. Willkommen zur 5. Pressekonferenz. Servus, grüß Gott und hallo. Ja, hallo miteinander. Wir sind hier wieder live bei FCMC. Das Medienzentrum funktioniert als Plattform für unabhängige Medienberichterstattung zum G20-Treffen. Bis Sonntag stehen uns allen anstrengende und angespannte Tage bevor. Wir appellieren eindringlich an alle Medien, ihre grundsätzlich geschützte Aufgabe verantwortungsvoll und angemessen auszufüllen. Das bedeutet aus unserer Sicht, die staatliche Einladung zum Pranger- und Sensationsjournalismus vehement zurückzuweisen. Vielen Dank. The reason I'm participating in the alternative summit of the people at the time of the G20 is because we're living in a very divided, very fragmented, very brutalized world and a world where just one thinking of neoliberalism is dominating every country's policy. We need to think alternatives that protect the planet and protect the livelihoods and lives and freedoms of people, and we need more solidarity. Hallo Genossinnen. Sorry, I don't speak Deutsch, but he does. L'Afrique, pour nous Africains, c'est le continent de la richesse, c'est le continent le plus riche au monde. C'est en Afrique qu'on trouve toutes les matières premières précieuses dont l'Occident a besoin pour son développement. Wir erleben insgesamt gerade weltweit einen Angriff auf die demokratischen Institutionen, auf die Institutionen der liberalen Demokratie. Wir hatten gestern das Problem, dass 6 uns bekannte Kollegen vom offiziellen Pressezentrum die Akkreditierung entweder verweigert bekamen oder die bereits erteilte Akkreditierung entzogen bekamen, und zwar willkürlich, ohne jede sachliche Begründung. All right, let's go ahead and take a look at the first photo. Dass hier Bürgerkriegsszenen provoziert werden, und zwar von denjenigen, die hier die Staatsmacht haben und nicht von denjenigen, die hier friedlich rumstehen. We are here because they are killing us. So our message is to come together to make solidarity. Okay, we come from Paris. We are 2 journalists. Die Chaoten, die Sie hier sehen, haben sich vermummt, sind zum größten Teil bewaffnet und nicht nur passiv. Wir brauchen mitnichten eine Notstandsverfassung, sagt der anwaltliche Notdienst, sondern was wir brauchen, ist die Garantie der Grundrechte, ist die Garantie der Versammlungsfreiheit. Und diese Garantie, scheint mir, wird in diesen Tagen wieder erkämpft. Von daher der Appell an die Polizei, die eskalierende Taktik zurückzufahren.
Genauso erfüllt es uns aber auch mit Sorge und auch mit Wut, wenn wir heute Morgen sehen, dass Teile der Anti-G20-Kollegen anfangen, kleine Läden anzugreifen, kleine Autos von unseren Nachbarn abzufackeln. Das ist ein absolutes No-Go. Die Viertel, die hier drumherum liegen, sind eigentlich politisch auf der Seite dieser Leute, die vollkommen zu Recht gegen G20 protestieren. Wir sind wütend und empört über die massiven Beschränkungen bürgerlicher Rechte, weil die Politik, die hier martialisch als Weltenlenkertreffen in Szene gesetzt wird, dringend Widerspruch braucht. Schönberg eröffnet seine Kriegsaufzeichnung mit einer kurzen Vorrede. Er hofft, dass andere sich an der Forschung beteiligen, um, wenn genauere Berichte vorliegen, einige Übereinstimmung zu finden, da eine Anzahl von bisherigen kriegerischen Ereignissen nur mit der durch die Stimmung des Himmels voraussehbar war. Helmut, erklärst du mal bitte denen, warum wir keine andere Wahl hatten, als nach langem Abwarten mit einem schwer bewaffneten Sonderdreisatzkommando ins Schulterblatt einzumarschieren. Unschärfe müssen Sie entschuldigen, weil das Wärmebild ist. So, achten Sie mal auf ihn hier. Der hier, bisschen kokett seinen Molotow-Cocktail zündet. Jetzt wird er ganz gepflegt auf den Wasserwerfer hier unten geworfen. Ein lebensbedrohlicher Angriff auf die Kollegen, die da unten eingesetzt sind. Noch Fragen? Ja, wir haben jetzt noch 5 Minuten. Eigentlich hatten wir gedacht, wir schaffen eine Viertelstunde für Fragen. Deswegen vielleicht gleich im Vorfeld mal die Ankündigung, wenn man uns ansprechen möchte noch, dann sind wir einfach noch vorm Saal gleich da und ansprechbar und haben auch noch Zeit. Ich würde jetzt einfach mal kurz anfangen mit so einer Schlussrunde und ich muss leider noch mal auf das Schaufenster moderner Polizeiarbeit zurückkommen, so leid es mir tut, weil das ist auch, man hat gefühlt das Gefühl, immer noch dabei, sich weiter zu öffnen. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass seit Wochen eigentlich die Öffentlichkeitsfahndung der Polizei im Zusammenhang mit noch zu von Ihnen zu eröffnenden Strafverfahren im Rahmen der Ausschreitung des G20-Gipfels läuft. Das ist da findet gerade einen Umgang mit Bildmaterial und mit Persönlichkeitsrechten von Menschen statt, der zum Glück ja auch irgendwie im medialen Diskurs ein bisschen wiedergespiegelt wird. Also ganz kurz irgendwie, vielleicht habt ihr diesen Titel der Süddeutschen Zeitung im Hinterkopf, dass der G20 kein Freibrief für Rechtsbruch ist, wo der Kollege, in diesem Fall der geschätzte Kollege Heribert Prantl, noch einer der wenigen ist, hat man das Gefühl, die halt wirklich irgendwie diesen journalistischen Kodex oder den Pressekodex irgendwie hochhalten. Also das ist auf jeden Fall etwas, was noch sehr virulent ist. Mir ist es nicht bekannt, dass in so einem Ausmaß eben halt jetzt die Polizei auch irgendwie damit geradezu angibt, jetzt eben halt mit Gesichtserkennungssoftware, Bewegungserkennungssoftware eben halt noch im Nachhinein lückenlos quasi die Bewegungsprofile von einzelnen Akteuren da während des G20-Gipfels in Hamburg feststellen zu wollen, um dann anschließend Strafverfahren eröffnen zu können. Das Schaufenster moderner Polizeiarbeit ist also weiter dringend zu beobachten. Ich weiß gar nicht, ich gebe jetzt einfach erstmal weiter, weil wir noch so wenig Zeit haben. Ich wollte ganz kurz nochmal unterstreichen, dass wir natürlich nicht ohne Grund hier zusammensitzen, dass es uns vor allem darum geht, dass solche Kollaborationen toll sind, dass man solche Sachen machen kann. Dass früher die Leute gesagt haben, wir sollen Banden bilden, und ich würde hier sagen, wir machen Assemblies, wir teilen unsere Skills, wir lesen zusammen und dann kommen wir irgendwo hin. Und die Zustände sind halt nicht in Stein gemeißelt. Und das ist das, was wir euch irgendwie hier mitgeben wollten, dass nicht nur irgendwie wir haben ein Projekt gemacht, sondern ihr könnt das auch. Genau, ihr könnt das auch, wenn ihr den CCC und das VOG an eurer Seite habt, zum Beispiel. Zu diesem
Diesen Abschluss haben wir auch unsere anstiftende Abschlusserklärung des FCMC auf unserer Seite fcmc.tv, wo wir auch wirklich nochmal sagen wollen, der G20 in Buenos Aires ist auch nicht mehr wirklich lange hin. Wer Bock hat, da was zu machen, beziehungsweise ob es vielleicht schon Strukturen gibt, kommt gerne an das FCMC ran. Wir würden gerne da mit bei sein. Genau, seit heute ist die da. In Spanisch, Englisch und auch Deutsch. Noch eine Sache, nicht in eigener Sache. Vor dem Talk kam eine Person zu mir und hat mich gebeten zu sagen, dass morgen um 15 Uhr bei der Rakete ein Solo-Foto für G20-Gefangene gemacht werden soll. Mehr weiß ich allerdings auch nicht. Kurzen Aufruf, den wir versuchen es ab und zu mal wieder. Wir waren technisch leider erst ab Samstag in der Disposition, unseren eigenen Livestream aufzeichnen zu können. Also falls irgendjemand das auf Video oder wie auch immer aufgenommen haben sollte, den Livestream des FCMC, wir hätten den auch gerne. Danke. Eine oder zwei? Ich glaube, Zeit haben wir nicht mehr, oder? Könnt ihr mir mal ein Zeichen geben? Meiner Uhr nach sind wir schon am Ende, aber ich möchte trotzdem mal meinen riesigen Applaus bitten für euren tollen Talk. Applaus